Wir starten. Hallo. Hallo, verrufen. Mit Stray. Ich mache nebenbei noch ein Eis, nicht, dass ihr euch wundert. Und dann schauen wir mal weiter. Verrufen, alles fit bei dir? Ich nutze mal wieder deine Insta-Story übrigens, um Werbung selber zu machen. Ich meine ja nur, weil Verrufen macht immer so schöne Insta-Stories. Und die nutze ich selber, um Werbung zu machen. So. Also. Mein Internet haut schon wieder ab. Miau, mach's schon. Dann wollen wir auch starten. So. Oh mein Gott, ist das cute. Kann ich mit denen reden? Oh mein Gott, ich spiele mit seinem Schwanz. Oh.
bin ja eigentlich gar kein Katzenfan, ne? Aber wer das nicht süß findet, ich weiß auch nicht. Das ist nicht unser Rufen, eindeutig. Das ist meine Family. Das sind meine Babys. Oh mein Gott. Oh wow. Schaut ihr an, wie cute das ist. Sind das meine Kinder? Das sind mit Sicherheit meine Kinder. Wow, das ist so süß. Wirklich. Hi, Parkour. Wo ist denn unser Karton hin? Wir hatten doch gerade noch einen Karton. Okay, danke für deinen Lurk. Innerhalb der Mauer. Das hat so eine geile Schrift noch, ne? So eine Hieroglyphen. Okay. Wir starten. Oh Gott, das ist meine Gang. Wow, okay. Geht bitte nicht zu weit weg. Ich bin der Boss, ja? Oh mein Gott, ist das süß. Okay, ich kann nur springen, wenn da auch Gegenstände sind, sonst hopse ich nicht. Antworten mir, wie geil ist das denn? Es geht die ganze Zeit so. Oh, ich kann trinken. Wow. Wie renne ich? Also, warte, was ist hier? Was hast du gemacht? Blacky, komm! Wir sollten den Namen geben. Also Leute, ich bin für süße Namen. Katzennamen.
geschlechtsneutrale Katzennamen. Ah, okay. Wow, guckt mich an. Wartet doch auf mich. Ich dachte, ich bin der Rudelführer. Ich bin wirklich für neutrale Namen, ne? Nehme ich an, ich laufe wie so ein Besoffener. Nein, sie müssen schon. Nein, die sind so süß. Ach komm, ich pack das doch jetzt nicht. Oh Gott. Guck mal, wie weit es schon runterhängt. Oh nein. Und die gucken auch nur noch so, als ob denen das egal ist. Oh nein. Runtergefallen. Oh Gott. Bin ich verletzt? Oder tot? Oh Gott. Miau. Ich humpel. Ich bin verletzt. Nein, ich werde sterben. Ich brauche einen Chirurgen. Neko? Okay, dann sind wir Neko. Und was ist die Bedeutung unseres Namens? Das hätte ich jetzt auch gewusst, Parkour. Ich dachte, es hat für dich eine Bedeutung. Ich bin verwundet. Na toll. Totenstadt. Klingt sehr einladend. Muss ich denn jetzt hier lang?
Was? Was? Ach, darüber. Alter Falter. Follow me. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das ziemlich verdächtig finde, dass dieses Zeichen, dass da so Katzen in die Richtung und so, aber doch schon, ne? Guckt mal, ich habe ein kleines süßes Eimerchen. Der muss doch für was gut sein, sonst hätte ich den noch nicht, oder? Okay. Das System habe ich verstanden. Das ist ja. Warum komme ich da jetzt? Ich mache nicht echt den Teppich kaputt und habe Freude dabei. Das Spiel ist genial, ne? Du zerkratzt einfach den Boden. Und hier habe ich noch einen Teppich. Entschuldigung. Ich habe mich ablenken lassen. Das ist wirklich eine komplette Geisterstadt, ne?
Hui. Falls jemand da anrufen will, die Nummern zeige ich euch mal schnell. Hi, und wir sind Silber. Oh. Verzeihung. Habe ich so kopiert von der Internetseite. Parcours. Hi Anime-Fanatiker. Auf euch an mir festzunoppeln. Sucht euch Freunde, Hobbys, Zuneigung. Alter. Ist okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Alter. Stray heißt das Game. Ist manchmal recht abenteuerlich hier. Hätte ich nicht gedacht. Nee. Scheine ich nicht lang zu kommen. Doch, hier muss ich lang. Scheiße. Wie komme ich da hoch? Ah, natürlich. Viel zu weit auseinander. Das macht's doch nur schmerzhafter für euch.
Berufen, Dankeschön für den Zap für Unwissen Silber. Vielen lieben Dank. Also ich komme auf das Dach, aber von dem Dach komme ich nicht darüber. Mal. Halt so. Oh Gott. La 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 la. Och nein. Mal gut, dass Katzen immer auf ihren Pfoten landen, ne? Die Baubehörde zu dem Thema hier sagt. Also, das ist jetzt die Frage. Ich wette, Parcours ist der Bauabnehmer. Ich sag's euch. Das Kunstwerk hier abgenommen, bautechnisch. Du bist der Bauabnehmer. Auch jemand ein Fahrrad? Ich will es jetzt echt nicht kritisieren, Parcours, ja, aber ist schon ein Fall für sich. Ist dein Fahrrad? Okay. Du hast einen Platten. Wenn du willst, bringe ich Werkstatt. Okay, nice to meet you again. Hep. Erinnert ihr euch an das Haus von V? Aus Cyberpunk jetzt ungelogen, ja. Ich finde, es ist ein und dasselbe Gebäude, ne? Guckt, das ist hier der Ort, wo ich runtergefallen bin. Bei meiner Leichenentsorgung. Erinnert ihr euch? Spaß. Leute, ich mache Spaß. Oh, was ist das? Stecker gezogen. Die Wohnung. Boah, die kennen wir doch. Das ist Paula im Sommerurlaub. Wunderschön. Willkommen zurück. Ich hab einen Hof.
So. Oh. Wir müssen erstmal was tun, was mir gut tut. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe nur einen Account. Ist mein Hut. Sag mir zu meiner Wohnung. Hallo, Iggy. Mir ganz gut, ne? Danke, Verrufen, für den Clip. Welche Tür habe ich denn jetzt aufgemacht? Ah, okay, jetzt verstehe ich. Gib mir mal das. Gib mir das. Auch noch mehr davon. Guckt euch mal diese Katze an, ne? Die ist richtig krasses Computergenie. Zack. Ich fühle mich ein bisschen durch die Kameras beobachtet, ne? Iggy, es freut mich zu hören, dass es bei dir ganz gut soweit ist. Guckt euch diese verdammte Genie-Katze an, oder? Oh. Mal kurz den Kopf verloren. So ganz, ganz kurz mal. Okay, weiter geht's. Oha, die Steuerung ist jetzt ein bisschen seltsam. Wo will ich denn damit hin? Das ist die Frage, was will ich damit, oder? Was ist nicht okay mit mir? Was braucht man, um VTuber zu werden? Ein Reworld?
ein Programm, was ihn animiert. Ein Twitch-Account. Ja. Du musst dich halt entscheiden, was du für ein VTuber sein willst, ne? Nee, Paco, die Katze ist noch nicht aus dem Sack. Guck mal, ich hab's schon wieder kaputt gemacht. Nee, doch nicht. B12 lebt noch. Weiß ich nicht, Parkour. Du musst jetzt dein Reward dann und alles erstellen. Ich denke, du würdest trotzdem alles genauso weitermachen. Ich kann mich nicht an meinen Namen erinnern. Es scheint, als ob mein Erinnerungsspeicher. Okay, ist kaputt. Ich bin schon so lange im elektronischen Netzwerk gefangen. Ich weiß, dass ich für einen Wissenschaftler gearbeitet habe, der hier gelebt hat. Im Moment kannst du mich B12 nennen. Das steht jedenfalls auf meinem Gehäuse drauf. Es ist gefährlich in der Totenstadt, aber du scheinst dich gut im Griff zu haben. Lass uns von hier verschwinden. Folge mir. Bist du? Dieser Schlüssel schließt die Tür auf, so viel ich weiß. Lass mich das für dich machen. Klar, gerne. Batterie ist schon fast leer. Komm mal her. Den musst du dir noch umlegen. Boah, guck mal, ich bin eine gepimpte Katze. Um die Zeit noch ein Arzttermin? Ist aber spät. Dich entworfen. Ist das unbequem für dich? Keine Sorge, du wirst dich daran gewöhnen. Ich habe den Schlüssel digitalisiert und im Rucksack verstaut. Okay. Ja, Parcours. Scheiße, was für ein Code. Jetzt müssen wir nach dem scheißflicksten Code suchen. Taschenlampe im Flur. Okay, warte. Muss ich einen Code eingeben? Ich hab einen Bus und mein Busfahrer heißt Rainer. Er ist älter, weiser, geiler. Im Flur umgucken. Okay, warte, mache ich.
ist das denn? Entweder komme ich mir gerade richtig blöde vor. Da. Drei, sieben, vier, acht. 3, 7, 4, 8. 3, 7, 4, 8. 3, 7, 4, 8. Nee, Parcours, kein Katzencode. Katzencode. Wow, schau dir diesen Ort hier an. Der Aufzug da hinten, ich glaube, der ist wichtig. Wer weiß, wir müssen, dass wir nach oben müssen. Hui! Ich bin schon cute, ne? Warte, ich erinnere mich an die Außenwelt. Es fühlt sich an, als wäre ich schon einmal dort gewesen. Ist das der Ort, von dem du kommst? Nein. Ich habe jemandem versprochen, dass ich dort hingehen würde. Nur wem? Die Postkarte, das Mauerbild wurde nach ihr gemalt. Lass sie uns mitnehmen. Okay, klar, kein Ding. Klar, man hilft ja, wo man kann. Wir sind richtig hilfsbereit, Leute. Sicherheitszone. Gab es eine Zombie-Apokalypse? Ich frage für einen Freund und der Freund ist Parkour. Also nur, dass ihr es wisst, ne? Alter, überall sind diese ekelhaften Viecher. Lasst mich! Haut ab! Verschwindet! Die Slums, oh Gott! Warum macht er gleich so ein rotes Signal? Ich bin doch eine scheiß Katze. Oh. Warum laufen die alle weg von mir? Hi, Ragnar. Hallo. Stört die an mir? Ich bin sogar sauber, würde ich sagen. Mir geht's ganz gut und dir? Will jetzt gegen mich kämpfen? Ich bin eine Katze.
Die sind meiner Art nicht vertraut. Ich bin bekannt. Willkommen, solange ich keinen fresse. Das ist doch nett. Das ist doch schön. Wie nett. Ich darf bleiben. Hallo. Ja, es ist schon cute, ne? Ich glaube auch nicht verrufen, aber ich werde es mal auf die Speisekarte setzen. Fürs nächste Dorf, wo ich hingehe. Hi, Pingbeast, alles klar bei dir? Wie geht's euch allen? Leute. Aber die sind jetzt alle weg, außer Momo. Du kannst versuchen, mit ihm zu reden, wenn du willst. Aber er hat es aufgegeben, hier rauszukommen. Das ist auch besser so. Ja, ganz gut. Er wohnt oben in dem Gebäude mit dem orangefarbenen Neonschild. Welches? Die haben alle... Ah, okay, das Gebäude. Okay. Leute, wir gehen zu Nono. Es freut mich auf jeden Fall zu hören, dass es dir gut geht. Ich bin auf der Suche nach Notenblättern, um meine Gitarre zu sorgen. Wenn du welche findest, bring sie mir. Ich wohne in der Nähe des Aufzugs. Moroskurk. Ich muss da hoch. Wir müssen zu Momo. Bist du ein Störenfried? Oh ja, Entschuldigung. Mann, ich will doch keinen Streit. Oh, da geht's lang zu Momo. Ich will doch nur Hilfe. Ich will nur zu Momo. Bei Goofy und Max. Zeder Tagenklacks. Zwei Freunde. Oh yeah. Okay, Ping. Hallo? Sir, sind Sie Momo? Heute an bist du meine Bitch, okay? Berufen, Dankeschön für 100 Bits. Danke, danke. Heute an bist du meine Bitch. Okay. Vielen lieben Dank für 100 Bits. Wie komme ich da hoch? Wartet mal, vielleicht komme ich ja hier lang. Oh, Entschuldigung. Oh, da ist ein Fenster. Hey, genau, danke, Ragnar. Hallo, Momo. Wie geil sieht dieser Roboter bitte aus? Das wird niemals funktionieren. Warum habe ich sie gehen lassen? Jetzt bin ich allein. Hey, du, was willst du? Ist das ein Bild von der Auswahl? Ich
Willst du dorthin gehen? Mach dir nicht die Mühe. Es ist Zeitverschwendung. Es wird dir nur Einsamkeit und Verzweiflung bringen. Meine Freunde hatten diesen Traum auch. Aber jetzt sind sie weg und ich bin ganz allein. Ich weiß nicht, wo sie gelandet sind. Ich habe versucht, sie zu kontaktieren, aber dieser, ich denke, es heißt Scheiß, Sendeempfänger funktioniert nicht. Meine Freunde und ich haben unsere Recherchen über die Außenwelt Notizen gemacht. Hier, nimm meine, wenn du willst. Nach da draußen willst. Ah. Cool, freut mich zu hören auf jeden Fall. Ich freue mich schon darauf. Das Manifest der Außenwelt. Wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Wir müssen unsere Brüder und Schwestern schützen. Wir müssen uns von den Zirks fernhalten. Oh Mann! Shit! Ich kann nicht mehr lenken! Scheiße! Danke! Ah. Wow. Es ist schon cool, ne? Es ist schon wirklich cool. Es ist mal eine ganz andere Sicht. Genau. Ich lebe meinen Traum, denn er wird wahr. Bin eine Katze und stell mich jeder Gefahr. Oh. Oh. Da fehlt noch ein bisschen dolle was. Jeder hat so seine Schwächen, ja? Thank you.
Ich werde mein Ziel erreichen. Dankeschön für 25 Bits. König der Piraten sein, und wenn ich deshalb in einem Kampf sterben sollte, dann werde ich es nicht. So, jetzt habe ich die Schnauze voll hier. Mir reicht's. Ich brauche ein Boot, um zu verschwinden. Bin ja gespannt, ob jemand so nett ist und mir eins gibt. Ich glaube, ich habe alles falsch gemacht. Glaubst du, ich könnte ja auch etwas erreichen? Ich glaube auch langsam, ich habe alles falsch gemacht. Es muss doch hier irgendwo noch mehr Erinnerungsfetzen geben, oder? Oh. Ups. Ups. Das war ein Unfall. Ups. Oh Gott, das ist mein Humor. Unfälle passieren. Das war jetzt aber nicht meine Schuld, ne? Was habe ich getan? Aha! Ich habe Kugeln versenkt. Was, Pixelbrei? Was macht OBS? Ich glaube, hier habe ich nichts mehr. Ich
Das weiß ich schon. Irgendwas stimmt hier doch nicht, oder? Die sind doch nicht ganz dicht. Da liegt ein scheiß Buch in der Spüle. Omas Kleidung. Omas Kleidung finde ich gut. Komme ich zu Omas Kleidung? Ja, Omas Kleidung, das stand da. Es ist dolle verstimmt. Ein extrem verstimmtes Klavier, Leute. Ja, die Menschen haben die wohl gewollt. Also ich. Da scheint keiner zu sein. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ja, aber Jahre später. Also, warum verdauen die auch alle nur Farbe? Lass mich mal raus hier. Wer muss so viel schlafen, Paco, die Roboter? Ja, ich kann das nachvollziehen. Wir klauen. Wir stehlen.
haben was geklaut. Also es ist auf jeden Fall eine Katze. Die wurde von ihrer Familie getrennt. Und irgendwas hat die Welt befallen. Das habe ich jetzt schon rausgekriegt. Und du hast einen Roboter als Hilfe. Und willst wieder in die Außenwelt. Wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe. Also, heute ist morgen von gestern ist, wird morgen das heute von gestern sein, oder? Die Zeit ist schon seltsam. Wir altern nicht, wie unsere Vorfahren, die Weichen. Wir sind hier gefangen, für immer. Vielleicht geht irgendwann deine Batterie leer. Was guckst denn du hier Schönes? Hm. Aber Menschen scheint sie gar nicht zu geben, also wirklich nur Roboter. Spionieren dem aus. Okay. Danke für dein Lurk. Der ist doch verdächtig, oder? Sorry Leute, aber ich muss den Typen hinterher. Sind wir wieder hier?
Nur? Nein. Scheiße. Muss ich den vielleicht hinfallen lassen? So Treppen runter oder so? Ah, ich wette, ich muss den mit der Hand in die Treppe runterfallen lassen. Quatsch, der den nehme ich wieder voll. Ah, okay. Wir probieren es jetzt mal mit der Hand und in der Hand, dass er die Treppe runterfällt. Versuchen wir jetzt mal. Scheiße, es hat nicht funktioniert. Hä, muss ich den nicht zu Fall bringen? Ich dachte wirklich. Ups.
Heute an bist du meine Bitch, okay? Dankeschön für 70 Bits. Heute an bist du meine Bitch, okay? Scheiße, was muss ich mit dem machen? Muss ich den irgendwie dreimal hinknallen lassen oder so? Okay, wir lassen es. Wir gucken uns erstmal weiter um. Bringt nichts, wenn wir mit roher Gewalt versuchen, ihn einzureißen. Der wird schon noch sein. Die Weichen. Ich würde sagen, die Weichen sind wir. Die normalen Menschen. Wow. Wow. Wir haben die Pflanzen extrem verbessert. Jawohl. Verrufen, Agner, verrufen und ich habe übrigens schon Shameless Entzugserscheinungen. Entschuldigung, Ragnar. Oha, es tut mir leid. Dann danke ich dir natürlich für 70 Bits, Ragnar. Entschuldige. Ah, nicht hingeguckt. Zu vertieft auf die Katzenmusik hier.
Es tut mir leid. Mein lieber Ragnar. Hi. Das ist Rico. Überall sehen wir Call. Und du drehst dich in deiner kleinen Welt. So. Ja, aber richtig heavy, ne? Ja, klar, machen wir es mit Turk. Sagen wir Bescheid. Ja, ich weiß noch nicht. Ich denke, wir machen das am besten, wenn nach Verrufensdienst schon, ne? Also, dass wir das so Vormittag rum machen. Schön, Spinnnetz. Oder wir machen das nach dem Stream, wie es am besten passt. Ja, okay, dann machen wir es nach dem Stream abends noch schnell. Der ist tot. Der Safe ist hinter einem Haufen Bücher versteckt. Gefunden. Genau, dann haben wir schon eine Serie, die wir danach schauen. Ist ja auch irgendwas noch, was sie vielleicht sehen muss oder so.
Scheint nicht. Ja, wir haben heute schon getalkt. Das neue Intro ist fertig. So viel kann ich schon mal verraten. Das zeige ich den Mods gerne nachher noch nach dem Stream. Wenn sie Interesse haben. Was wir getalkt haben. Da war eins. Waren wir da hinten jetzt gerade? Ich glaube, da waren wir gerade. Wir müssen mal schauen, dass wir noch mehr so eine Erinnerungsdinger finden. Nein! Wo muss der hinknallen? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Wo? Nein, das wollte ich nicht. Jetzt stolpere doch mal über mich. Flieg auf die Gusche. Vor den Kindern. Oder hier in der Pfütze. Ja, bei den Kindern ist er hingefallen. Nein, 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 nein.
weiß echt nicht, was ich mit dem machen soll. Probieren es gleich nochmal vor den Kindern. Ich glaube, ich muss dir nämlich einen Totalschaden zufügen, ne? Jetzt fall doch mal. Oh, der. Ich krieg den nicht gerammt. Die Treppe vielleicht. Kriegt seine Beine nicht. Bei dem bin ich echt überfragt. Ich weiß auch nicht, wie er heißt. Egal, wir gucken uns erstmal weiter um. Der verkauft Köpfe und strickt gerne. Oh, das ist Oma. Wir haben Oma gefunden. Das war die Oma. Okay, der lässt uns nicht rein. Also ich verstehe halt den Typen noch nicht, ne? Also... Da fehlt mir halt noch der tiefere Sinn zu. Okay, gucken wir noch mal oben.
Meint ihr, die zwei fühlen sich dolle schlecht, weil die da die Farbe fallen lassen haben? Das ist eine recht nette Bude, ne? Yay, yeah, wir haben es vollständig. Ja, wir müssen uns hier trotzdem noch ein bisschen umgucken. Man weiß ja nie. Wir sind immer noch zwei. Wir haben nicht alle Erinnerungen von ihr, schade. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt noch alle kriegen. Geh mal zu Momo.
Okay. Oh Gottchen. Es ist auch immer so cute, ne? No. Jawohl. Wir haben ihn ermutigt. Ich kann das nicht lesen, was er sagt. So. Okay. Wo sind wir hier? Och nö. Jetzt die ganze Zeit noch. Ja, es ist okay, aber ja, mir fehlen ein paar Sachen.
Klar. Das sah nicht nur wackelig aus, Wagner, das war's auch. Also es ist schon... ab und an sehr wackelig. Alter. Guck dich ja, wie schleimüberzogen das alles ist, ne? Fragen? Rück, komm, du schaffst das, Kätzchen. Oh Gott. Heftig. Alter. Okay, die Viecher, hier so schön rumrennen. Ja, aber was soll ich nun hier? Warum sollte ich die Viecher jetzt rauslocken? Hä? Thank you.
Das macht noch keinen Sinn. Hä? Komm gerade nicht mit, ne? Macht jetzt gerade für mich überhaupt keinen Sinn. Warte mal, von hier kam ich. Oder? Ja, dann sollte ich die Viecher nach da drüben locken. Muss ich wohl noch nachdenken. Hier war ich. Ah, okay, 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 okay. Wie bekomme ich das Fass nach da drüben? Oh, probieren wir es damit. Rufen, vielen lieben Dank für 1 Jahr und 3 Monate. Vielen lieben Dank. Also hier drauf muss man erst mal kommen, Leute. Nein! Oh Gott. Wohin? Echt jetzt? Und Dankeschön für 555 Stunden. Ich habe meinen Aufzug aktiviert. Oh, wie lange braucht denn der scheiß Aufzug? Ah, ich bin tot. Ach, danke schon für 349 Stunden. Mann, jetzt bin ich gestorben. Ich muss mal schnell mein Handy ranhängen. Menno! Ah! Iggy, danke schön für 4 Monate und 2 Wochen. Oh Gott. So nochmal den Scheiß. Oh, jetzt renn doch mal. Oh, wie viele denn noch? Wie komme ich denn da rein? Oh, fuck. Der ist ja zu. Mensch. Wie kommt man denn da rein? Schweinerei.
Schweinerei. Okay, nochmal. Kommt. Diesmal kriegen wir es hin. Das können wir schaffen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Ah, okay. Okay. Ich hoffe, dass ich da richtig bin. Kann man es überspringen? Nein, renne! Nein! Oh. Oh Mann, Alter, ehe der unten ist, dauert schon 5 Jahre. Alter, dauert das. Ist das Kacke? Wirklich? Versuchen wir es nochmal. Neuer Versuch, neues Glück. Und die Vorschau kommt mir immer so ewig lang vor. Alter. Boah. Wir haben es geschafft. Oh ja. Das fühlt sich irgendwie toll an, ne? Danke, Iggy. Vielen lieben Dank. Es ist schon ein gutes Gefühl, ne? Na, danke. Darauf erstmal ein Stück Klasmo, ne? Genau, yay! Yay! Die sind so Gangster. Oh, die sehen aus wie Sterne, aber es sind nur Lichter, die das hermetische Dach über die Stadt markieren.
Juhu! Ey, ist das eine geile Aussicht. Guck mal, da oben ist noch mehr Stadt, Leute. Ja. Ja, der ist ganz einfach, der Code. Was für ein Scheiß. Jetzt stell dir mal vor, der hätte uns jetzt hier eingesperrt. Kleines Fake-Noel. Komm her, ich habe es geschafft, ein Signal zu bekommen. Oh. Ich hab da. Er hat einen Hocker für mich. Oh Gott, ist das süß. Mal sehen, ob ich das Ding zum Laufen kriege. Ich hab's fast geschafft. Hallo, hört mich jemand? Hallo, ja, wir können dich hören. Wir sind aus den Slums. Wir suchen einen Weg nach draußen und... Warte, bist du das? Zeblatzar? Momo? Ich fass es nicht. Ich bin so froh, deine Stimme zu hören, Zeblatzar. Wo bist du? Geht es den anderen gut? Ja, wir sind in Sicherheit. Wir haben einen Weg nach oben gefunden. Hallo, hörst du mich noch? Du musst durch die Kanalisation gehen, um zu uns zu kommen. Sehr gefährlich. Zirksüberfall. Kanalisation wie? Hallo? Verdammt nochmal. Wir haben das Signal verloren. Ich fass es nicht. Zablazar ist am Leben. Er und die anderen... Außenweltler haben es geschafft, durch die Kanalisation nach oben zu gelangen. Die Kanalisation ist der gefährlichste Ort in den Slums, aber wenn Zablazar es geschafft hat, muss es einen Weg geben. An der Kanalisation kommst du nicht vorbei, dort wimmelt es von Zirks. Die werden
eine schnelle Mahlzeit aus dir machen, besonders aus dir, Kleines. Viele haben in der Vergangenheit ihr Glück versucht, das geht nicht gut aus. Wie auch immer, ich habe dich gewarnt, deine Angelegenheiten gehen mich nichts an. Du sagst es, Angler Bob. Simus. Sein Vater, Doc, war früher ein großer Wissenschaftler. Er arbeitete an einer neuen Waffe zur Bekämpfung der Zirks. Vor ein paar Jahren ging er weg, um das Gerät zu testen und kam nie wieder. Simus war seitdem nie mehr derselbe. Hier, der eine hat eine Waffe gebaut. Klar. Wir folgen dir. Jakob, Mitarbeiter des Monats. Der ist so langsam, der Typ. Okay. Ja, wo denn? Bis 22. Aber ich habe gerade Freude. Wieso haben die Tage hier 16 Stunden? Es könnte nur der Code sein. Andere Kultur. Andere Kultur.
Aber mit 16 Stunden sind die doch länger, oder? Warte mal. Fünf, neun, acht, sieben vielleicht. Fünf, neun, acht, sieben. Naja, aber guck mal, wenn es uns Ruhe ist ja auch bis 12. Oben, da steht ja auch oben die 12. Ah, guck mal, 2, 5, 1, 1. Zwei, fünf, eins, eins. Probieren wir es einfach mal. Zwei, zwei, fünf, eins, eins. Kriegen wir die auf dem Rücken so geschneit, so wie so ein... Die haben Probleme mit Licht, die Viecher. Aha. Okay. Jemand Schlaues.
Oh, jemand aus dem Dorf kann mir helfen. Heute an bist du meine Bitch, okay? Dankeschön, verrufen für 30 Bits. Heute an okay, wie geht's zu Elliot? Okay? Links. Heute an bist du meine Bitch, okay? Dankeschön, verrufen. Hier nochmal 5 Bits. Heute an bist du meine Bitch, okay? Vielen lieben Dank. Wer ist denn Elliot? Heute an bist du meine Bitch, okay? Sag mir auch Dankeschön nochmal für 15 Bits, Dankeschön. Und heute an bist du meine Bitch, okay? Vielen lieben heute Dank. An bist du meine Bitch, okay? Danke nochmal für 5 Bits. Und heute an bist du meine Bitch, okay? Heute an bist du meine Bitch, okay? Dankeschön nochmal für 10 Bits. Danke. Heute an bist du meine Bitch, okay? Denke ich auch. So. Der hat doch gesagt, links neben der Bar. Ist sein Büro. Brüll zurück, verrufen, brüll zurück. Wir suchen Elliot. Ich habe Elliot gefunden. Ich brauche eine Decke. Danke. Na, ich würde sagen, wir machen für heute einen Cut. Und spielen Stray die Tage weiter.
Ist auf jeden Fall ein sehr süßes Game. Und ist auf jeden Fall was anderes, ne? Wir gehen noch in Mod Talk. Das machen wir jetzt. Also, das war's von mir. Wir sehen uns morgen. Gemeinsam mit Verrufen. Und ich sag einfach mal gute Nacht. Genau, dann machen wir es gleich für Samstag auch. Gute Nacht und den sage ich einfach mal. Bye, bye.